So, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mal bei uns dabei seid. Wir haben heute Lust auf Brotbacken und ich habe heute einen super Assistenten. Ihr habt ihn auch schon gehört. Das ist unser Raphael, also mein Engelchen. Oma, es geht nicht mehr reingraben. Ich habe schon bis gegraben. Super, der hat jetzt in unser Mehl hier schon mal ein Loch gegraben, weil wir wollen nämlich unseren Vorteig machen. Okay, das reicht, Raphael. Jetzt kommt zuerst die Hefe rein, Raphael. Schau mal, das da. Alles? Ganz, nimm die Schüssel, tu den Löffel weg. So, kippst das jetzt in die Mitte rein. Jawohl. Ja, hab ich. So, und dann kommt das mit rein. Ja, der Zucker, damit unsere Hefe was zu essen hat. Und jetzt? Alles Wasser? Alles Wasser reinschütten. Heiß ist das. Ja, schön lauwarm. Super. So, lauwarm. Jetzt haben wir erstmal eine kleine kurze Pause, weil unser Teig muss jetzt eine Viertelstunde ein bisschen gehen, dass die Hefe anfängt zu arbeiten. Ja. So, Achtung, Raphael, jetzt müssen wir das warme Wasser in unsere Schüssel kippen. Hm? Schaffst du das? Jawohl, sehr gut. Und da kommen jetzt unsere Sonnenblumenkerne rein. Alle? Alle. Damit die ein bisschen aufquellen, weil wenn man die getrocknet ins Brot tut, wird unser Brot nämlich zu trocken. Und dann schmeckt es nicht mehr gut. So, und die lassen wir jetzt eine Viertelstunde schön ziehen. Und so lang machen wir unsere Backformen. Ja. Okay, damit unser Brot nachher nach dem Backen gut rausgeht aus der Form, was machen wir, Raphael, mit der Form? Wir pinseln sie ein. Genau. Und was pinselst du da rein? Das Öl. Ein Öl, genau. Und wenn unser Öl fertig drin ist? Sagst du das die Kamera? Das sagt jetzt die Kamera. Sag mal jetzt zu der Kamera, damit die anderen Leute das auch wissen. Okay? Mhm. So, Raphael, jetzt müssen wir natürlich in unsere geölten Formen noch ein bisschen Haferflocken reintun. Aber ich sehe ja, du arbeitest schon richtig gut dran, damit die Haferflocken sich schön überall hinkleben. Jawohl, super. Ruhig mal schütteln in der Form, genau, mein Schatz. Sehr gut machst du das. Wenn du noch ein paar brauchst, tust du noch ein paar drauf. So. Und Raphael, wie sieht denn heute unser Teig aus? Gut. Ist die Hefe schön gegangen? Ja, so, jetzt tun wir unser Salz rein. Aber wir müssen auch gestern noch, dass es da ist. Ja, das tun wir dann mit der Maschine rühren. Also, du kippst das Salz rein. Gut. Ist das Salz denn? Dann tust du den Essig rein. Gestern? Ja. Alles? Alles. Super. Ha. Jetzt kommt das Gewürz rein. Unser Brotgewürz, genau. Ganz bräunlich. Das ist bräunlich, genau. Und der ist jetzt. Kommt unser Backmalz rein. Und wieder weiß. Und wieder weiß. Und zum Schluss, und mal jetzt noch schauen, ob du das schaffst, die ganzen Körner mit dem Wasser reingeben. Wow, viel. Mhm. So. Und jetzt kommt es in unsere Küchenmaschine, weil wir backen ja heute drei Brote, ne? Ja. Ein Brot nimmst du mit heim? Ja. Super. So, was jetzt? Jetzt, Achtung. Setzt du das da runter? Ja. Und dann das da runter, oder? Ja, warte, jetzt machen wir runter. Reindrücken, gut. Ist drin. Ja, und jetzt geht's los. Oh, das mixt so. Ja. Jetzt muss man ein bisschen rühren, dass alle Zutaten schön verrührt sind. Ja. Unser Brotteig ist jetzt fertig gerührt, ne, Raphael? Mhm. Jetzt machst du es runter, genau, dass wir das alles schön dann in unsere Formen füllen können. Super machst du das, mein Schatz. Weiß es die Kamera hier so? So, und jetzt geht's los. Achtung. So, jetzt füllen wir unsere Formen. Bis da schon gut. Ja, ein bisschen noch. Abschneiden, soll ich abschneiden? Abschneiden. Jawohl. Nochmal da auf der Seite schneiden. Ja. Machst du prima. Ganz prima. So, jetzt der letzte. Ich habe abgeschnitten. Letzter noch.
Warte, wir tauschen mal den Platz hier ein bisschen. So, und jetzt muss alles rein. Das ist das große für dich, oder? Das müsste eigentlich ziemlich gut aufgehen. Das ist jetzt auf 3 Teile geteilt. Kriegt man jetzt einen. Immer noch da oben rein. Schaffst du das? Ja, muss alles jetzt in die rein. Also die große nehme ich mit heim. Du nimmst eins mit heim, genau. Aber das da. Mhm. Und die hast du für dich. 2 krieg ich und 1 nimmst du. Ja. Super. Dann kannst du mir Brot machen. So, komm her, ich helfe dir mal jetzt den Rest. Das geht jetzt ein bisschen schwer. Hey, du machst alles sauber. Ja, wir wollen ja auch alles verwenden. Ja. Keine Eier sind drin. Nee. Nein, keine Eier. Du kannst mal probieren, wie das schmeckt. Der Teig, den kann man ruhig mal probieren. Schmeckt ja schon nach Brot. Ja, probieren mal. Den finde ich auch sau lecker. Findest du den sau lecker, siehst du? Ja, probier mal. Schmeckt lecker. Ey, du kleiner Bäckernosche. So, machen wir es noch ein bisschen glatt. Okay, jetzt streuen wir oben drauf noch Makana. Was streust du, Raphael? Ja. Was sind das? Sonnenblumenkörner. Sonnenblumen. Und was streut die Oma? Kürbis. Oma streut Kürbis. Genau. Da kann man nämlich jetzt sein Brot so dekorieren und so bestreuen, wie man das möchte. So. Die reichen schon, nicht so viel, Schatzi. Ich kann noch ein paar drauf haben, dass es gut knusprig wird. Das wird knusprig. Ja, du musst es aber ein bisschen verteilen. Reicht, so. Oder? Reicht das? Jetzt reicht. Da noch ein bisschen, oder? Nee, das reicht. So viel tun wir nicht drauf. Sonst hier noch ein bisschen. Die Ecke hier noch. Genau, super das gemacht. Reicht. Das so. Reicht. Und jetzt geht unser Brot gleich in den Backofen. Ich habe den gerade angeschalten. Also der muss noch nicht ganz vorgeheizt sein, ja. Auf 200 Grad. Sondern der reicht, wenn er gerade angeschaltet ja, ist. Das ist mein. Und jetzt geht's los. Ja, also jetzt geht's los, Kamera. Reinstellen. Ich mein's. Hm. Okay, also machst du Mode. So. Mhm. Hopp. Bis in die Mitte. Hopp, probieren. Ja. Ich gehe in die Mitte. So, und letztes. Ja, wissen wir, welches meins und welches nicht. Sieht man schon an die Körner, Schatz. Ja, sieht man an so. Die Körner. Jetzt brauchen wir noch eine Tasse mit Wasser. Raphael, was meinen Sie? Wie ist unser Brot geworden? Gut. Schmeckt's dir? Ja. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und viele liebe Grüße aus Franken. Tschüss!